Wir sind wieder bei unserer Superfabrik hier. Der Tag 2. Wohl Tag 9 sind wir schon. Ah. Den stehen geblieben. Okay, Dalab fährt auf jeden Fall. Gut. Da könnten wir jetzt nach einem nächsten Produkt ausschalten. Oh, die Ente. Eine sauber gegossene Plastikente mit der Lizenz zum Schwimmen. Oh, da steigt alles. Produkt planen. Gelb. Das. Oh, ja, shit. Streichen hier. Okay, sieht gut aus. Machen wir 20 Stück Enten brauchen wir. Okay, das ist alles gut soweit. Gern Plan, aktuellen Plan, Klon. Okay, nee, alles gut. Plus. So, okay. Ich hoffe, das reicht. Wir sind schon ziemlich knapp mit dem Geld hier. Quellladebucht angekommen. Ich weiß nicht wofür. Ach so, schon für das. Okay, sehr gut. Kundenbeziehungen, Inventar. Saba. Der hat fast einen kompletten Stern, oder? Der hat schon einen kompletten Stern. Aber was? Arbeiterringe ermöglichen dir, deine Arbeit zu spezialisieren. Wahlmöglichkeit hier klicken. Entlassen? Nein. Ich kann hier nichts anklicken, okay. Egal, nicht so wichtig. Ich würde ja gerne noch jemanden einstellen, aber ich glaube, das bringt jetzt im Moment gar nichts. Wenn das erstmal liefen. Bau nicht zu viel Werkbank. Maschinen sind viel effizienter. Okay. So, ich würde das gerne ausweiten. Uiuiui. Ah. Okay. Ah, ich würde das hier noch gerne noch weiter machen. Machen wir noch 3 Meter. Ja, ich weiß, wir brauchen eine Tür. Obwohl, wir brauchen keine Tür, wenn wir. Die Wand hier abreißen, dann haben wir nämlich den kompletten Platz hier frei. 8600. Autsch. Das tut weh. Vielleicht können wir schon, dass wir jetzt schaufeln. Was brauchen wir? Das ist eigentlich okay, da können wir wieder 10 davon machen. Oder? Das. 10 Stück, ja. Haben wir schon, dass wir die verschiedenen Maschinen verwenden. Will nichts gleichzeitig anwenden. Aber die Gummienten haben natürlich. Oder Gummienten, die kleinen. Plastikenten haben Priorität. Kann ich das hier überhaupt ausweiten? Wahrscheinlich nicht. Wir arbeiten hier. Okay. Ich bin gespannt. Oh, Arbeiter. Xander! Spezialisieren. Mach mal kurz Pause. Wenn du wenig Geld hast, solltest du die Produktion aus dem Lager verkaufen. Denk daran, dass du notfalls auch Arbeitsplätze verkaufen kannst. Okay? Das ist nicht gut, dass mir das jetzt angezeigt wird. Zu spezialisieren. Schalte Montagespezialist in Forschung und Entwicklung frei.
Steht hier Holzproduktion 2 in Forschung und Entwicklung 3. Plastikproduktion, Metallproduktion. Forschung und Entwicklung. Ah. Okay. Was wollen wir denn hier? Theoretisch wollen wir... Moment. Montage. Wir wollen Plastikproduktion, wenn. Aber wie machen wir das denn? Ah, ich kann das erst auswählen, wenn ich das frei. Okay. Sorry, habe ich falsch verstanden. Ich dachte mir, ich brauche den Arbeiter, damit ich das auch erforschen kann und dann nutzen kann. Habe ich falsch verstanden gerade. Aber alles gut. Ich habe gehört, ihr seid sehr traurig hier drin. Wo sehe ich hier? Sicher nicht irgendwie. Laune minus 14, oha. Okay. Laune 6 ist okay. Und Zwergpalme haben wir schon. Kaktus könnten wir theoretisch hinstellen. Den brauchen wir auch, um ehrlich zu sein. Moment. So. Laune 5. Ist jetzt zumindest etwas. So. Sehen wir. Oh Gott, 4000. 21. Oh oh. Wird um 1 gesunken. Das ist nicht so gut. Okay, das kann ich mich nicht drum kümmern. Wir haben hier. Bisschen Zeug. Okay, sonst machen wir sowieso nicht. Aufgabe. Ein großes Regal will er haben. Okay. Natürlich dunkles Holz. Wir können das hier herstellen. Ah, das habe ich. Okay. Okay, das ist zu viel. Moment, Moment. Typ 3 bis 4, 7 bis 8, das reicht vollkommen. Oha, da wird alles auf dieser Werkbank gemacht. Das ist etwas viel hier. Okay, los geht's. Kann ich das? Priorität. Wir können jetzt das noch fertig machen. Wir brauchen unbedingt das Geld. Was ist mit denen? Wollen sie nicht mehr gehen? Also 14. 15. Währenddessen arbeitet er schon sehr gut. Die Schaufeln sind uns egal. Okay. Währenddessen könnten wir das hier ja umstellen und sagen. Wir machen das hier hin. Wir schieben das. Okay, wir müssen warten, bis das verschoben ist. So, Markt öffnen. Wir liefern das. Level up. Sehr nice. 2 Punkte.
Wird freigeschaltet, wenn du eine Bronze mit einem Meilenstein abschließt. Was heißt das? Wo ist dein bronzener Meilenstein? Reparatur geplant, sehr gut. Grundlegende Holzbearbeitungsmaschinen, wie zum Beispiel Drehbänke, Bandsägen und Klebestationen frei. Okay. Stellt mehr Teile und Ressourcen. Ah, okay. Nee. Wir nehmen das hier. Okay. Arbeiter. Ja gut, das haben wir noch immer nicht. Kundenbeziehung. Ich weiß nicht, was er möchte. Guten Tag. Ich vertrete Speak hier, die Möbelfirma. Wir brauchen einen Zulieferer und glauben, dass du der Richtige bist. Wir brauchen Holzteile für unseren Bestseller. Das Granregal. Details bitte. Details haben. Plan erstellen. Okay, 2 bis 12. Ach du meine Güte. Okay, wir machen es sehr basic hier. Du meine Güte, wir brauchen unbedingt noch einen Arbeitsplatz. Das ist ganz und gar nicht gut, nämlich. Maschinen. Kreissäge, Bandsäge. Drehbank, Stichsäge. Tja. Das ist alles extremst teuer. Okay, was ist das Tischlerstation genau? Das brauche ich leider. Da führt nichts daran vorbei. Los, 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 los. Das können wir auch umstellen. Kann ich hier drehen? Okay. Okay. Sehr gut. Dann Jungs, beeilt euch, wir haben Stress. Okay. Markt. Ihn hier. Plan erstellen. Machen wir hier oben nämlich. Wird alles da oben erledigt. Zusammengebaut wird es. Vollkommen okay. 2,6, das passt. Alles klar. Okay. Ein Kaktus braucht man immer. Okay. Wir sind sehr knapp mit dem Geld dran. Also ich persönlich würde ja gerne. Kann ich das eigentlich Angebot anzeigen? Ob ich das jetzt, das kleine Regal hier statt der Schaufel hin platzieren kann? Egal. Wir müssen sowieso das große Regal zuerst machen, da haben wir nur mal einen Tag Zeit. Das ist extremst knapp gerade. Wir teilen den Eintrag auf. Das.
Hierher? So, okay. Der kümmert sich jetzt auch darum. Warum ist die Schaufel fertig? Egal. Einfach liefern, das ist wieder ein bisschen extra Geld. Hält uns ein bisschen am Leben. Minus 20, wir machen Minus. Oh meine Güte, 13 Stunden immer. Reißt euch zusammen, Jungs. Wir kriegen das hin. Das muss durchhalten, bis es fertig ist. Aufteilen, ja. Okay. Oh nein! Wir schaffen es nicht. Okay, wieder einer, aber das können wir noch immer nicht machen. So, jetzt können wir es reparieren. Was? Es hat mir nicht so vereinbart, du hast 53% der Bestellung des großen Regals geliefert. Ich habe mehr erwartet. Ach, shit. Der Markt ist leer? Was soll das jetzt heißen? Egal. Das ist vollkommen eine Priorität gerade hier. Das ist Regal. Hier das kleine Regal werden wir auftrennen. Und dann hier auf den verschieben. Wir werden das ganz nach oben ziehen und hier auch das nach oben. Wir müssen damit so schnell wie möglich fertig werden. 2 Tage. Wir können nicht noch einen Auftrag bemasseln. Dann ist vorbei mit uns. Wir sind noch immer 21. Ich weiß nicht, warum das jetzt auch geleuchtet hat. So, Markt. Die Enten sind am Limit. Genau. Okay, da ist nichts im Weg von den Enten. Das ist perfekt. So, wir haben eins. Zwei. Perfekt. Okay, drei. Wir sind gleich fertig. Ich weiß jetzt nicht, was ich mit den großen Regalen machen soll. Ob wir die überhaupt noch bekommen. Aber die jetzt abzubrechen, würde auch nichts bringen. Wir sind schon 90% fertig. Liefern. So, okay. Dann. Fräsemaschine. Ich sehe zwar hier, dass alles für was Verschiedenes zuständig ist, aber das Problem ist, der kann halt alles mit 25% machen und die sind eben viermal so schnell bei allem. Aber es bringt mir halt nichts. Es kostet alles viel zu viel. Alles kostet so 3000 bis 5000. Und ich habe nur 3000. Also wenn ich das jetzt kaufen würde, wäre ich pleite. Lieferung kleines Regal bekommen, Qualität zufriedenstellend. Oh, vielen Dank. 8700, nice.
Okay, vielleicht können wir jetzt. Das ist die Frage, ne? Okay, das, die Bandsäge ist für zwei Dinge zuständig. Also, wie wäre es, wenn wir das machen? Kostet 5.000. Nein. Wir gucken kurz. Ah. Produkt planen. Okay, das ist der Schnitt und das. Okay. Und färben auch noch. Das sind beides die, okay. Moment. Planungsmodus. Ah, das ist beides für das gleiche. Ah, und da wäre die Fräsemaschine. Okay, wir brauchen also die Kreissäge theoretisch. Und dann theoretisch auch die Fräsemaschine. 6.000 her damit. Autsch! Wir haben 2.000, wir sind sowas von bankrott. Aber ich mache jetzt hier ein Powerplay. In der Hoffnung, dass das, dass wir das schnell ausgleichen können. Na los. Zwar Produkt planen. Machen hier. Ja, wir machen 10 Stück. Damit wir schneller vielleicht geliefert bekommen. Ich kann es nicht herstellen. Moment. Kaufe das Produkt als Schrott. Nein. Okay, das ist da. Produkt planen. Wir können es hier schneiden mit 100% Effizienz. Wir können das hier machen mit 100% Effizienz. Und dann müssen wir es aber hier anmalen. Werben, wie auch immer. So. Wir haben noch 2000. Wir kämpfen hier ums Überleben. Oh, das hier. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich würde gerne so ein bisschen was verbessern, aber es bringt leider im Moment gar nichts. Schalttafel. Okay. Kann ich jetzt nur die beiden verbinden oder kann ich die beiden auch verbinden? Nee, kann ich nicht. Okay. Dann werde ich eher die beiden, das sind die Montagestationen, werde ich die beide eher verbinden. Das glaube ich besser, wenn ich das hier auch umarbeite. So, ich muss die Enden hier unten fertig machen, vorher kann ich das nicht reparieren. Ein bisschen Stress. Na los. Zwei noch. Eine noch. Reparieren. Sehr gut. So, Markt öffnen. Wir liefern das. Level up, Meilenstein. Liefere 100 Produkte. Sehr gut. Schieß die drei, die letzten drei Kundenherausforderungen ab. Okay. Führe einen Plan mit einer verbundenen Schalttafel aus, okay? Okay,
Okay, das wird jetzt alles erstmal geliefert. Forschung und Entwicklung. Wir brauchen den bronzenen Meilenstein. Boah, passiert hier nichts. Ein großes Regal. Ah, Produkt planen. Hier. Okay. Das. Eine Metallstation, ernsthaft? Minus 43! Bestellung. So, das. Okay. Das ist soweit fertig. Wir müssen nur mal das hier verbinden mit dem hier. Das Material muss ich wählen. Nehmen das. Und das ist produktionsbereit. Wir brauchen 15 Stück. Okay. Hauptpriorität. Wir werden das trotzdem verschrotten. Das bringt uns sonst nichts. Wir müssen hier eigentlich die Moral steigern, ein bisschen mehr Deko und sowas. Aber das funktioniert nicht so richtig. Schwer, schwer, schwer. Warum macht er das Pferd? Ach so, da gibt's nur das Pferd. 2 Tage, 21 Stunden. Ich hoffe, ihr beeilt euch, Jungs. Wir haben ein bisschen Geld gemacht. Nicht viel, aber ein bisschen. Und die Arbeitsplätze 4. Ja, das ist schön und gut. Das bringt uns jetzt gerade nichts. Okay. Wir haben knapp 20%, aber wir haben noch 2 Tage Zeit. Das ist sehr gut. Die Maschinen sind wirklich sehr viel schneller. Ich müsste nur irgendwie hier einen Lagerplatz oder sowas machen, theoretisch. Weil das hier gerade ist absolutes Chaos. Bewegen wir das hier hin. Bewegen wir das. Tja, wohin bewegen wir das? Einfach hier hin. Markt öffnen, liefern. Oh, 1500 Nummer. Ach du meine Güte. Produkt planen. So, wir können das einfach theoretisch so lassen, wie das war. Machen da wieder 20 Stück. Einfach so nebenbei. Brauchen wir auch nichts zu beachten. Jetzt haben wir alles geplant und so. Okay, dann hier ist ein neuer Auftrag anscheinend. 15 Dala-Pferde, die habe ich gerade verkauft.
15 einfache Stühle. Das klingt gut, aber ich muss das ins Regal machen. Wir schaffen es nicht. Wieso schaffen wir es nicht? Wie kann ich da genauer anschauen, die Arbeitsschritte oder sowas? Fünf Stunden. Ist hier 30 Stunden, was? Holy shit, das ist zu viel. Das ist einfach zu viel. Packen sie einfach nicht. Wir sind Platz 16 zumindest. Die Fritte. Okay, Jungs, ihr müsst ein bisschen arbeiten, wisst ihr das? Wir sind hier auf Zeitdruck. Wir machen hier schnell Reparatur. Beeilt euch. Wir haben keine Zeit. Wir können hier aber ein bisschen Overdrive-Zeug machen hier. Leg los. Wie schneller schaut das nicht aus? Oh, das schaut schnell aus. Sind ganz und gar nicht zufrieden mit dieser Fräsmaschine hier. Das ist nicht gut. Vielleicht hätte ich da wirklich einen extra Raum machen sollen. Dann würde die jetzt nicht alles hier so runterziehen. Ach du meine Güte. Wir sind zwar 50% fertig, haben aber noch gar nichts erledigt. Wir haben auch nur 1200. Wir haben nur mehr 1000 Gold. Markt öffnen. Liefern. Wir planen gleich nochmal. Die Ente rettet aus uns. Das ist mir null geliefert. Blöd gelaufen. Tja. Ja, wir können das abbrechen. Ich glaube, wir sollten uns nicht darauf spezialisieren, das ist zu viel. Plan erstellen. Was bräuchten wir denn hier überhaupt? Theoretisch jetzt erstmal. Wenn wir jetzt das günstigste nehmen überall. Grün schaut gut aus, danke. Mit Füllung. Wir brauchen eine Nähmaschine, das dachte ich mir. 2800. Nein, nein, nein. Das können wir jedoch machen. Zehn Stück, los. Das ist unsere Hauptpriorität. Das haben wir jetzt öfter gemacht schon, also wird das ja hoffentlich kein Problem sein. So, wir machen jetzt ein Powerplay.
Daniel Köhler. Das war unser Powerplay. Dadurch, dass unsere Leute so schnell erschöpft werden, brauchen wir extra Personal. Okay, das schaut schon sehr gut aus. Wir haben schon eins fertig sogar. Okay. Na los. Stellt das Dalab-Pferd fertig. Tag 18 Stunden, 40%. Sehr gut. Wir müssen dann schauen, dass wir mehr Deko hier reinpacken. Oder ob wir das irgendwie abtrennen können. Aber bin mir nicht sicher. Okay. 70%. Ja, die sind doch happy. Sollen sie mehr arbeiten? Faulen. Was? Es brennt. Du, ich glaube nicht, du solltest, dass du weiterarbeiten solltest, während es brennt. Oh, what the fuck? What the fuck? Oh shit, der brennt. Hilf ihm doch jemand. Oh mein Gott. Okay. Gut, dass wir das auch erledigt haben. So, Pferdchen. Fertig. Liefern. So einfach. Okay, also da muss ich mir aufpassen, welche Aufträge ich wirklich gut erfüllen kann und welche nicht. Ah, das Geld geht nach unten hier. Oha! Die Ente auch. Okay. Ich glaube, wir müssen dann auf was anderes umschwenken als die Ente. Schaufeln sind. Oha, okay. Das. Und zusammenfügen. Wir das hier. So. 10 Stück. Ah, wir können jetzt weiter. 20. Perfekt. Wenn dann schon richtig, würde ich mal behaupten. Meilenstein geschafft. Super, du hast es geschafft. Deine Leitung hat deine Fabrik auf ein neues Level gebracht. Halte im F&E-Bereich nach diesen tollen neuen Sachen Ausschau. Neue Optionen im F&E-Bereich. Zugriff auf mittlere Gegenstände. Okay. Forschung und Entwicklung. Und? Die Lieferung von Dalab wird bekommen. Okay. Ja, gut. Bezahlung. Meilenstein. Okay, das haben wir komplett fertig. 50 mittlere Produkte verdienen mehr als 75.000 mit Marktlieferungen. Arbeitet ihr bei einem Kunden mindestens einen Ruf auf Rang 3, erreiche ein Eigenkapital von mindestens 150.000. Okay. Okay, das ist sozusagen die Story hier, die Meilensteine. Ah. Metallproduktion, Plastikproduktion, Holz. Schalte die Fähigkeit frei, deine erfahrenen Bediener zu Holzspezialisten hochzustufen. Spezialisten arbeiten in einem bestimmten Bereich viel effizienter, sind aber teurer und benötigen ein höheres Komfortlevel als gewöhnliche Bediener. Aha. Halte Vorwarnungen bezüglich Marktveränderungen mit Hilfe von fortgeschrittenen und genauen Vorhersagesystemen. Dies lässt sich vorzeitig erwartete Preise und Veränderungen sehen. Abzocker explodieren, wie man Angebote macht, um höhere Bezahlungen für alle Kundenaufträge zu erhalten. Okay. Anti-Rutschstiefel. Höhere Bezahlungen, das klingt schon sehr gut. Wir nehmen das hier. Direktvermarktung. Kontaktiere deine gegenwärtigen Kunden direkt und baue bessere Beziehungen auf. Okay.
Freunde dich mit dem Bürgermeister an. Ein bisschen Lobbyismus kann dich weit bringen. Deine Beziehungen zum Bürgermeisteramt senken deine Miete und geben dir Rabatt auf Grundstückserweiterungen. Miete um 20% gesenkt, Kosten für die Beschaffung neuer Grundstücke um 40% gesenkt. Oha! Montagespezialist schaltet die Fähigkeit frei, deine erfahrenen Bediener zu Fertigungsspezialisten hochzustufen. Okay, im Grunde würde ich das gerne haben hier. Mit der Holzproduktion und sowas. Das Problem, das ich dabei habe, ist. Moment. Mehr Ladebuchten. Dass man ein besseres Komfortlevel braucht, was ich nicht habe. Dementsprechend nehme ich das hier. Es ist weniger Miete, das heißt, wir haben weniger Kosten. Und wenn wir Grundstücke erweitern, kostet uns das auch noch weniger. Also perfekt. Neue Deko, Blumenkasten, Standventilator. Oh, das klingt sehr gut. Plus 25, plus 30. Blumenkasten. Ja, damit. Und irgendwas, ein Wasserspender, bitte sehr. Laune ist 27, perfekt. Stellenwert kostet nur 1000. Was will der hier? Hehe, guten Tag, Versager. Ich bin Blad, Gründer der Erzfeind GmbH. Oh, cooler Name. Shit. Du bist offenbar nicht mehr ganz so unbedeutend, wie du es einmal warst. Wenn dein Firma noch mehr wächst, dann könnte ihr etwas zustoßen. Stößen. okay. Wir sind noch immer mit den Enten beschäftigt hier. Und müssen uns dann um die Schaufeln kümmern. Die Schaufeln geben uns jede Menge gerade. So. Wie schaut eigentlich dekomäßig hier aus? Was ist mit einem kleinen Blumenkasten hier? Okay. Au. Au. Au trifft's. Ich kann es nicht mal bewegen. Ich wollte es hier hinstellen, aber egal. So. Passt nicht mal. Sehr gut. Das ist wieder kaputt. Wen wundert's? Das wird 24/7 benutzt. Ach du meine Güte, 900. Wir müssen die letzte Ente machen. Na los. Mach die letzte Ente. Danke. Markt öffnen, liefern. Sehr gut. Dann können wir das auch reparieren. Dann haben wir hier jetzt wieder Punkte bekommen. Und da können wir jetzt. Ich würde gerne Plastikproduktion machen. Ich weiß aber nicht, ob das so gut ist. Mehr Mitarbeiter brauchen wir im Moment nicht. Kann man viel effizienter als mit der Hand arbeiten. Wir machen Plastik. Schauminjektionsmaschine. Bringt weiche Materialien in eine festgelegte Form. Arbeitsplatz muss zwischen Aufträgen eventuell neu konfiguriert werden. Okay. Gut zu wissen. So. Jetzt sind wir mit den Schaufeln. Oh, 3200. Wir haben wieder 4000. Sehr gut. Das sinkt leider immer weiter. Shit, shit, shit. Oh, wir haben hier jetzt mittlere. Ein Bobbycar? Nachttisch.
Okay, davon können wir nichts herstellen. Die kann man zwar machen. Das Problem dabei ist nur, dass sehr wenig Geld. Das ist alles sehr, sehr wenig Geld. Könnte man schauen, was wir da überhaupt brauchen würden. Wir brauchen da die Maschine auch. Ja, okay. Dann vergiss das erstmal. Wir arbeiten weiter mit unserem Basic-Zeug. Was heißt das? Manipulation durch Erzfeind GmbH. Preis und Nachfrage werden mit der Zeit abnehmen. Okay. Kann er haben. Ich bin im Gummienten und Dalapferd-Geschäft. Und Schaufeln. Schaufeln sind auch immer gut. Macht hier mal Reparatur schnell. Das Problem ist, das sinkt sehr stark gerade. Kleines Projekt, Plastik. Das ist Holz und auch kleines Projekt, okay. Ich glaube, das wäre sogar besser im Moment. Produkt planen. Machen 20 Stück. Okay. Wir kämpfen hier einfach permanent ums Überleben. Aber wir haben zumindest gesehen, wie etwas in die Luft gegangen ist schon. Okay. Das, perfekt. Okay. 17 Schaufeln. Na los, wir brauchen mehr. 19 und bis die 20. Kommen wir die ah, jetzt. Sehr gut. Liefern. So, vielleicht können wir uns jetzt diese Maschine kaufen. Schauminjektionsmaschine. 4.900. Autsch! Siebenhundert haben wir gemacht. Ich glaube, wir sollten nochmal die Schaufel machen. Die ist noch immer so weit oben. Sollten, glaube ich, das sogar Hauptpriorität machen, die Schaufel. Die bringt uns mehr als das Pferd. 236 pro Stück. Das gibt nur 170 pro Stück. Der Arbeiter. Der hat schon 3 Sterne. Der oder ist jetzt am dritten Stern dran. Der gibt alles hier. So fleißiger Mitarbeiter. So, Deko-Pausenraum. Haben wir irgendwas? Vielleicht ein bisschen mehr hilft. Ein Radio, wie wär's damit? Was heißt das alles? 20 pro Tag. Okay, natürlich, klar doch. Wollen wir noch einen Coffee Maker? Klar. Sehr schön. Markt öffnen, liefern. So. Oh. Das schaut interessant aus gerade. Die Ski. Das ist jetzt aber gerade ein bisschen im Weg, muss ich sagen. Mikrokomponenten, dann das. Das hier nehmen wir. Das. Das machen wir hier. Und verbinden
Binden tun wir das mit dem Schalt. Okay. Menge? 5 Stück natürlich. Okay, Arbeiter, ja, sehr gut. Okay. Bin ich gespannt, wie das wird. Das Radio. Okay, man glaubt es kaum, aber wir leben noch. Tag 22 und wir leben noch. Also, ich würde aber gerne hier einfach weiter das herstellen. Das ist unglaublich gut, die Schaufel. Oha, wir haben jetzt 10.000. Wir sind wieder schön oben. So, wollen wir noch einen Blumenkasten hier irgendwo hinstellen? 47 Laune, her damit. Ah, Deko, Deko, Deko. Wasserspender. 62. Perfekt. Stellen wir uns. Ich weiß nicht, wie es hier unten ausschaut, dekomäßig. 76. Her damit. Perfekt. Wir sind jetzt überall happy, glaube ich. Beim Pausenraum. Von was ist es hier versperrt? Ist um 1 zu breit anscheinend. Machen wir das so. Das ist jetzt alles einfach nur mal zum Ansammeln. Bewegen. Okay, wir können das nicht bewegen, solange das hier steht. So. Schauminjektionsmaschine. Ich würde es gerne bauen. Wirklich sehr, sehr gerne. Das Problem dabei ist, es bringt nichts. Ich würde das ehrlich gesagt gerne verkaufen. Dass wir nur eine Tischlerstation haben und den Rest mit den Maschinen machen. Aber ich weiß nicht, wie klug das ist. Deshalb werde ich jetzt erstmal schauen, dass wir ein bisschen einen Buffer kriegen. Im Sinne von ein bisschen Gold machen. Wir müssen jetzt erstmal hier die ganze Maschine reparieren. Ist alles kaputt. Die Kunden an sich, ich weiß nicht, ob das hier Stress hat, die zu machen. Aber ich glaube theoretisch ja nicht. Außer es ist irgendwie mit Tagen beschränkt, oder das wird schwerer oder sowas, keine Ahnung. Aber theoretisch glaube ich, dass wir uns Zeit lassen können. Zumindest so, wie es jetzt ausschaut. Wir verdienen uns auch sehr viel Geld gerade. Wir haben immer Minus gemacht und jetzt ist gerade nach oben geschossen das Geld. Die schießen auch fast fertig. 70% schon. Und die sollten angeblich relativ viel bringen. Okay, wir haben 3 Stück davon. Die Schaufeln sind natürlich MVP. Die Skier gefallen mir nicht so, die brauchen nämlich ewig lange. Aber ich glaube, die geben auch extremst viel, so wie ich vorhin gesehen habe. Oh je, Katrin Frank hat auch schon so viele Sterne. So, Markt öffnet.
497 liefern. Aber es gibt mir nur 2000. Bin ich auch nicht so happy darüber. Schaltet die Fähigkeit frei, deinen erfahrenen Bediener zu Plastikspezialisten hochzustufen. Spezialisten haben in diesem Bereich viel effizienter, sind aber teurer und benötigen ein höheres Komfortlevel. Okay. Machen wir. Wer hat sich eine... Der Xaver, der ist gut. 1000? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da ist er. Okay. Wo ist er denn hier? Okay, von 150 auf 225, das ist okay. Damit können wir leben. Den Rest warten wir. Wir brauchen nicht so viele von denen. Ist es mir ehrlich gesagt nicht wirklich wert. Ich werde einfach wieder hier weitermachen. Also nicht jetzt, aber wenn das fertig ist, meine ich. So. Sandkastenkit, brauchen wir auch nicht wirklich. Es ist schwierig, da irgendwas zu finden. Ui, kleine Kommode, gibt's sehr, sehr viel, aber ja, das dachte ich mir. Ich habe nämlich das... Sowas bringt gar nicht so viel. Wenn man dann im Vergleich eher das andere Zeug machen kann. Holz und Plastik und das ist Holz und Metall. Ich würde so gerne die Ente machen, aber die bringt nichts. Haben wir noch irgendwas mit Plastik? Wir werden das hier machen. Kämmerchen spielen. Okay. Was ist das? Das wäre... Oh, ups. Hier. Hier. Perfekt. Dann Montagestation. Ne, wir verbinden es hier mit dem mit der Schalttafel. So. Und wir machen... ja, wir können 10 Stück machen, das ist okay. Wir werden dann schauen, dass wir das auch jetzt ein bisschen ausweiten, das Ganze hier. Wir sind schon wirklich sehr, sehr eingeschränkt. Und das mit dem Bauen ist auch ziemlich anstrengend, um ehrlich zu sein. Ah, ups. Abbrechen. Okay. Ja. Fünftausend, ach du meine Güte. Schon. Wir müssen das irgendwie hier anpassen.
Okay, was ist, wenn wir das einfach entfernen hier? Dann nimmt er das als den Raum mit. Kostet mich 5000 jedoch. Autsch. Dafür hätten wir dann eine riesige Fläche. Die Frage ist nur, wollen wir das? Theoretisch auf jeden Fall schon für die den extra Platz für die Übersicht und so auch, aber 5000 gerade tut weh. Ich beschleunige das ein bisschen. Dass wir vielleicht gleich die Schaufel abgeben können. Die Werkbank da oben auch gleich reparieren. So, Markt öffnen. Liefern 4000, sehr gut. So, dann öffnen wir das. Jetzt haben wir Nummer 500. Wir sind jetzt Platz 16. 74.000 Eigenkapital. 84 Profit pro Stunde. Das ist sehr, sehr gut. Also, ist mir egal. Es ist Weg hier. Kann wollen, was er möchte. Nicht mit mir. Ich habe nicht genug Geld für den Plan. Okay, jetzt. Produkt planen. Machen wieder 20 Stück davon. Hauptpriorität. Da stimmt etwas nicht in deiner Fabrik. Spione haben sich unter die Arbeiter gemischt. Finde sie, bevor sie Ärger machen. Wie soll ich Darwin finden? Du! Er hat ein Foto gemacht. So nicht. Reparatur geplant bei beiden. Okay. Wenn wir nämlich die Wand aufreißen hier. Oder im Gegenteil, wir werden das anders machen. Ah. Das können wir wirklich machen. Jetzt ist mir was eingefallen. Wir werden die Produktion hier einfach hierhin verschieben, alles. So. Okay. Dann das hier. Warum? Okay. Na, warum? Okay, danke. War das jetzt zu anstrengend? Komm, eins nach vor, bitte. Danke.
So, perfekt. Jetzt wird das nämlich alles hier hingebracht. Dann machen wir jetzt diese Wand weg, machen hier doch wieder eine Wand hin. Und die Zonen verschieben wir ein bisschen. Renovieren. Ich weiß, wir brauchen eine Tür, alles gut. Genau. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir werden das hier nämlich. Komplett entfernen. Und das hier auch. Warum? Okay, dann machen wir das erstmal hin. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt nicht abreißen kann. Ah. Oh, er kommt nicht mehr raus. Und dann haben wir hier jetzt eine riesen Lagerfläche. Dann haben wir hier ein vor allem Plastikzeug und hier haben wir das Restliche, also vor allem Holz und sowas auch. Dann haben wir unsere verschiedenen Werkstätten auf jeden Fall. Jetzt werden sie einen Arbeiter geschickt, um einen anderen Arbeiter zu befreien. Oder auch nicht. Jetzt. Müsst doch nicht mal weinen. So. Ich muss aber das trotzdem hier entfernen. Warum lässt es mich dann? Ist es nicht? Ne? Ne, 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 ne. Abbrechen. Jetzt darf ich. Okay. So. Das verschieben wir hier. Markt öffnen, liefern. Preis geht wieder nach oben. Ach du meine Güte, die Vogelscheuche. Schon. Und in grün. So. Wir haben keine Nähmaschine. Okay, dann vergiss das. Obwohl die Nachfrage gering ist, können wir trotzdem noch den von diesen Hämmerchenspielen machen. Sollte gut sein. 1400. Achso, die waren jetzt. Hä? Warum liegen die noch hier alle? Achso, jetzt wird es erst abgeholt. Okay, alles klar. 9000. Jawohl. Wir haben es. Und jetzt ist auch viel schöner alles hier. Nice. Gefällt mir. So. Aber wir werden es hier lassen. Wir sind. Jede Menge Arbeiter. Wir sind hier Platz 16.
84 Profit pro Stunde. Lässt sich schon angucken. Ich dachte mir, wir schaffen nicht bei Tag 10, aber wir sind jetzt auf Tag 26 schon, also perfekt. So, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Dann wird da weitergearbeitet, weiter ausgebreitet. Schau, wie viel Platz wir hier noch haben. Wir brauchen gar kein neues Grundstück jetzt. Ich glaube, hier können wir aber gar nicht bauen. Hier wird wahrscheinlich noch so ein Lieferding werden. Naja, egal. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.